So, wir sehen hier in der ersten Runde, linke Seite, Team 1, M-Shieldo, FDK, Gut Buffed und Kiefer Slava. Ekelhafte Comp. Will ich echt nicht facen wollen, ne? Auf der rechten Seite haben wir Rexley Snipes, Azaria und Smitty Evo auch. Ja, der spielt Eule, ne? Wer Feral, den hätte ich gesagt, wow, heftiges Matchup. Aber wer weiß, ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen. So, die Leute sind fertig, die sind heiß. Man sieht FDK, der läuft schon gegen Skidder. Der kann es gar nicht erwarten, rauszugehen. Und es geht los. Dritte Shuffle-Runde, Runde 1. So, noch ein bisschen ausgelegt. Smitty Evo startet hier erstmal unverfroren rein mit einem Sleepwalk. Und wir sehen hier Kiefer Slava den ersten Offensive Cooldown. FDK got buffed, auch sein Anti-Magic Shield raus. Jetzt Karma läuft. Rexley Snips im Bedrängnis, Azaria im Bedrängnis. Da kommt ein Beam als Kick. Aber beide droppen gefährlich low. Ne? Das ist auch FDK gebufft, ne? Frost DK und Windwalker. Ne? Das ist auch richtig räudig und ekelhaft. Aber jetzt ist die erste große Burst-Phase von den beiden Melees auch vorbei. Und jetzt wollen wir mal sehen, was mit die Evos und Azaria draus machen. Kiefer Slava droppt low und im Shieldo steht hier eigentlich in einer guten Position. Das Smitty Evo versucht hier auch, dass die beiden Melees auf seine Eule gehen, weil so hat er natürlich am meisten Impact auf das Game mit seinen Scales und so weiter und kann so ein bisschen freecasten. Macht es aber das Leben für die Eule natürlich nicht unbedingt besser. Azaria droppt hier low. Kick auf Smitty Evo. FDK got buffed, da kommen die Full Moons auf Kiefer Slava. Enter Magic Shield von FDK got buffed wieder raus. Magie-Diffusion von Kiefer Slava raus. Da ist der Root Beam, Cocoon auf Azaria und da wird gleich geswappt auf Smitty Evo. Der muss natürlich auch schon erstmal seine eigenen Defensives erstmal usen. Und wir gucken zum jetzigen Zeitpunkt erstmal das Mana an. Das ist natürlich beim Monk erstmal low, der wird hier auch getrained, hat keinen Cocoon mehr. Der muss gucken, dass er sich hier toppen kann, was er auch ohne Probleme hinkriegt. Ne? Mana ist im Shieldo leicht im Vorteil, aber Dampening und natürlich jeder Global ist hier kriegsentscheidend. Das hat noch gar nichts zu sagen. Azaria droppt low, hat die Dorn an. Anti-Magic Shield von FDK gebufft. Beide 50% gedroppt, FDK tot. Holy moly, Alter, da haben Azaria und Smitty Evo richtig gut reingelangt in die Vollen, ne? Da will ich mal sagen, wenn das nicht erstmal, Mister, ich spiele mein erstes Shuffle 5:1 Runden, ob das nicht vielleicht der erste Dämpfer für FDK ist, oder ist das noch mehr Motivation, einfach nur mal eine Schippe draufzulegen? DK got nerfed? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite Rexley Snipes mit Azaria und FDK gebufft gegen M-Shieldo, Kiefer Slava und Smitty Evo in Runde 2 der dritten Shuffle-Runde. FDK, der lässt sich gar nicht aufhalten und stürmt da rein, kriegt dann aber auch, guck mal, Azaria droppt auch gleich den Burst. Da kommt der Grip auf den Priest, der gleich sich in Guardian verpieselt, um natürlich irgendwelchen großen Burst und irgendwelchen großen Angriffen erstmal auszuweichen. FDK gebufft, hält aber noch mit seinem Burst zurück. Ne? Azaria, FDK gebufft, drop me low. Da kommt der Root Beam, der auch trifft. Sehr gut. Kiefer Slava muss Karma ziehen. Droppt hier gefährlich low. M-Shieldo auch nochmal in Klon gegangen. Droppt auch low. Also jetzt muss M-Shieldo muss hier erstmal seine Gruppe toppen. Jetzt kommt natürlich der Gegenangriff. FDK gebufft. Ist hier unter 50%, kriegt Rexley Snipes, der hält noch ein bisschen mit seinem Cocoon zurück und versucht das alles so zu heilen. Azaria droppt hier auch low. Das ist vielleicht auch gar nicht so eine verkehrte Taktik, weil umso weiter das Spielgeschehen hier passiert, umso schwerer wird es für die Heiler natürlich auch zu heilen aufgrund des Dampenings, dass wir jetzt zurzeit nach einer Minute auf 15% haben. Es geht weiter. M-Shieldo bisschen angehauen vom Leben. Kiefer Slava ist hier das Go-To-Target. Man darf auch nicht vergessen, dass Smitty Evo ja auch eine Supportive Class spielt und hier auch im Zweifelsfall mit eingreifen kann. In-Cap auf Smitty Evo.
FDK got buffed, dropped low. Und Azaria droppt ebenfalls low. Kriegt hier den Cocoon. Enter Magic Shield ist raus auf FDK got buffed. Jetzt keine großen Defenses mehr von Rexley Snipes. Im Shieldo ist hier im Clone. Hat aber auch noch seinen Grip Guardian Angel, den er jetzt poppen muss. Und seinen Life Swap. Genauso wie Apotheose. Also da sind die Big Defensive Cooldowns noch alle am Start. Ne? Azaria droppt low. Kann aber gut getoppt werden. Root Beam auf M. Shieldo. Kommt aber raus, Kiefers Lover mit Karma hat wahrscheinlich sein Freedom auf den Priest gelegt, um ihn da aus dem Rootbeam zu befreien. Und Azaria droppt low. Ach du Scheiße. Und stirbt hier auch in diesem Game. Eieiei. Wäre jetzt echt schade, wenn jemand seine Kanalpunkte für die englische Sprachausgabe. Ach du Scheiße. Ich lese den Chat eh nicht, deswegen kriege ich das gar nicht mit. Und ich gucke jetzt auch wieder weg. So. Wir gehen in die dritte Runde vom dritten Shuffle und wir sehen hier auf der linken Seite, ne, Rexley Snipes mit FDK got buffed und Smitty Evo, das ist eine der Meta-Comps momentan. Sehr, sehr stark. Aber auf der rechten Seite M. Shieldo, Azaria und Kiefer-Slover haben auch schon unter Beweis gestellt, dass die das gar nicht interessiert. Kiefer-Slover prescht rein. Hat sein Tiger schon raus. Da kommt der Incap auf, beziehungsweise der Kick auf Smitty Evo. FDK got buffed, wird hier getrained, ist das Go-To-Target. Hält sich aber noch wacker, so über 80%. Root Beam auf Rexley Snipes. Karma von Kiefer's Lover auch mit ab. Und hier wird auf M. Shieldo geswappt. Der droppt gefährlich low. FDK got buffed, fast tot gewesen. Enter Magic Shield. Und zusätzlich auch noch der Cocoon von Rexley Snipes rausgegangen, um hier nicht die Runde vorzeitig beenden zu müssen. Es wird, also hier wird auch gehuntert, ne? Also wenn man sich Kiefer's Lover so anguckt, der rast auch hinter Smitty Evo hinterher und lässt da nichts angebrannt. FDK gebufft, droppt wieder low. Holy fuck, Junge, hier passiert viel. Kick auf Azaria. Azaria auch ein bisschen low. Ist auch jetzt hier das Target der Begierde von FDK got buffed. Drop low Incap auf M. Shieldo into Leg Sweep. Double Leg Sweep mit auf die Eule mit drauf. Apotheose ist an vom Priest. Der kann jetzt natürlich die großen Epiphanie, keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie das Bild heißt. Epiphanie, sorry. Kann er hier raushauen. Root Beam auf Rexley Snipes. Und jetzt ist schon wieder im Shieldos Team am Drücker. Droppt hier aber auch schon wieder gefährlich low. Azari richtig low. Ganz knapp im Touch-of-Death-Bereich. M. Shieldo auch droppt low. Hat einen stille Effekt vom DK drauf. Holy moly, dass der da jetzt nochmal aus dieser Nummer rausgekommen ist. Junge, Junge, das sieht man selten. Kick auf M. Shieldo. Kiefer's Lover droppt low, hat Karma an. Smitty Evo haut seine Scales raus, um FDK zu supporten. Und so wie es momentan aussieht, verbrennt das Team von Rexley Snipes gut die Defensive Cooldowns von M. Shieldo. Kiefer's Lover droppt low. Cocoon ist raus auf der linken Seite. Kiefer's Lover gefährlich low und stirbt hier. Ich glaube, der Executor war in diesem Fall Smitty Evo, der da noch den einen Cast durchgekriegt hat. Und die Casts von so einem Augmentation, ne, das ist eine Supportive Class, ne? Aber Augmentation macht auch ordentlich Damage. Holy moly. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und es ist leider natürlich auch momentan so, dass auch die Klasse Smitty, nicht Smitty Evo, sondern auch die Klasse Augmentation Evoker so ein bisschen noch nicht ganz im Tuning drin ist. Da gibt es auch noch so ein, zwei Kleinigkeiten, die geändert werden müssten, gerade was so Kicks und Spades betrifft. Aber darauf wollen wir jetzt erstmal nicht näher eingehen. Wir gucken uns hier die vierte Runde an. Und da werden die Clones gespammt auf den Heal of Rexley Snipes von Azaria. Enter Magic Shield von FDK got buffed. Und Kiefer's Lover und Smitty, beide low gedroppt. Karma muss gezogen werden. Defensive Use von Smitty Evo. Aber damit entlasten die natürlich auch Rexley Snipes. Und jetzt kommt der Swap, ne? Azaria droppt low. FDK got buffed. Droppt ebenfalls low. M. Shieldo hier im Geist. Um die hier zu kriegen, wird erstmal mit einem Ring weggenockt into Incap. Rexley Snipes kriegt hier ein 4. Kann aber noch verhindert werden. So, jetzt ein bisschen ausgeglichen, ne? Kiefer's Lover, ja, kann getoppt werden. Huntet hier die Eule.
auf der linken Seite sehen wir das ganz gut. Azaria droppt low, FDK. Sittet hier auf dem Heal-Mönch. Das ist natürlich auch eine gute Strategie, um hier nochmal zusätzlich ein bisschen Druck zu erzeugen. FDK, Azaria droppt low. Jetzt kriege ich die Leute auseinander. Blinding Frost Pillar, I don't know what that means. Hier auf Rexy Snipe und Kiefer Slava gesehen into Clone von Azaria auf Rexy Snipes. Dieser droppt hier low, kann jetzt aber erstmal durchcasten. Der konnte Precog forcen. FDK get buffed. Hier sehen wir hier, droppt low. Schafft M. Shieldo. Der hat eigentlich noch Big Defensive Usage. Da ist auch der Life Swap. Darauf habe ich eigentlich die ganze Zeit nur gewartet, dass er diesen Knopf drückt, weil das war schon sehr, sehr knapp. Ne? Und gerade gegen eins mit die Evo oder zwei Monks, die natürlich mit Touch of Death hier auch agieren können, ist das immer sehr gefährlich, low zu droppen. Ach du Scheiße, Smitty Evo hier low. Der ist aber gut im Kite, ne? Der versucht immer so einen gesunden Abstand zu ein. Und Frosty Gagan bufft, droppt hier low, wird gegrippt von M. Shieldo hinter dem Pillar. Kriegt dann aber gleich einen Double Leg Sweep von Kiefer's Lover ab, der hier überhaupt nichts anbrennen lässt, ne? Der sieht seine Chance, FDK ist low und da wird dann gleich hinterher gecharged. Junge, und das ist jetzt wieder alles auf einem Haufen. Und das ist natürlich, das sieht der FDK Gagan bufft richtig gerne. Der zieht hier nämlich seinen Burst. Und das, ich habe auch schon gegen FDK gebufft. Oh, Azaria droppt low, it is tot. Ach, du Scheiße. Und das, was ich sagen wollte, ich habe nämlich auch schon mal gegen den FDK gebufft geschaffelt, ne? Der grippt die alle auf einen Haufen, zieht seinen Burst und der tötet alles. Der tötet einfach alles. Also da muss, der fehlt, da muss man richtig schon Koordination haben, um das zu countern und da nicht irgendwie Cooldowns zu overlappen. Also, Junge, das ist echt ein heftiges Game hier. Sind wir jetzt in der jetzt ist die fünfte Runde, ne? Ich weiß es nicht. Fünfte Runde. FDK got buffed, wieder zusammen mit Kiefer Slava, diesmal mit Rexley Snipes als Heiler und nicht im Shieldo. Trotzdem starke Comp. Azaria und Smitty Evo hier. Smitty macht das, glaube ich, genau richtig. Der hält hier Abstand. Da sehen wir den Breath vom Evoker mit dem anschließenden Big Damage, der aber hier denied werden konnte. Kiefer's Lover dropped low. Hat kein Karma mehr ab. Das hat er aufgebraucht für den Burst vom Evoker. Azaria dropped low. Dawn auch schon geused. Jetzt ist Smitty Evo natürlich dabei einzugreifen und seine Eule hier zu beschützen. Full Moon regnet runter vom Himmel auf Kiefer's Lover. Der wird hier getoppt hinter der Säule. Frosty K, got buff, dropped low und stirbt. Ach du Scheiße, während Rexley Snipes und Kiefer's Lover sich hinter der Säule toppen, da kam auch noch der Cocoon, aber war zu spät. Das sind Millisekunden. Das sind einfach nur kleine Millisekunden, die hier kriegsentscheidend sind. Holy moly. Also, man kann hier sagen, was man will. Smitty Evo macht hier einen verdammt guten Job, ne? Heieieiei. Ach du Scheiße, wir gehen hier rein. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Runde von der dritten Shuffle-Runde. Azaria versucht hier eine gute Position zu kriegen, versucht den Clone auf M. Shieldo zu kriegen. M. Shieldo weiß gar nicht, wie ihm geschieht und outrange das into Chest Ice 4 auf die Eule. Da kommt der Bash und M. Shieldo ist hier im Angel und healt seinen DK und Smitty Evo. Frost DK und Augmentation Evoker richtig, richtig ekelhaft. Azaria schmeißt hier einen Klon raus auf Smitty Evo, um da so ein bisschen Druck rauszunehmen. Rootbeam auf M. Shieldo. Ist das jetzt der Go von dem Team von Rexy Snipes? Der steht eigentlich in einer sicheren Position, so hinter, so ein bisschen an der Säule und kann hier aus Range immer noch sein Team ganz gut toppen und versucht immer noch ein bisschen Abstand zu haben. M. Shieldo ist da ein bisschen dichter im Geschehen, ne? Da kann auch viel passieren. Kiefer's Lover droppt hier low. Da kommt der Burst, ne? Und das ist auch schon wieder der Augmentation-Damage, der hier reinknallt. Azaria supportet hier auf jeden Fall seinen Mate und klont dann erstmal den Drachen daraus. Aber nichtsdestotrotz hat Rexley Snipes hier Probleme, Kiefer's Lover zu toppen. Und da ist auch schon der Cocoon raus. Da wird aber auch gar nicht lang gefackelt. Da wird geswappt auf Rexley Snipes.
Der portet sich hinter die Säule, versucht sich so ein bisschen zu toppen. Da kommt das Strangelate raus. Ach, du Scheiße, FDK gebufft, 50% live. Ne? M-Shieldo schmeißt ja auch mit seinen Cooldowns um sich, um das auch noch gegenzuheilen. Hat aber gleich wieder Guardian Angel plus Apotheose und die Grip und den Life-Swap ready. Rexley Snipes hat momentan gar nichts. Karma von Kiefer's Lover, um hier den Damage so ein bisschen zu denyen. Wir gehen mal hier ein bisschen weiter rein, wie das alles von Namen aussieht. Rexley Snipes droppt low. Und wenn der Heiler low droppt, ne, dann sieht es für die DPS erstmal ganz, ganz schlimm aus. Kiefer's Lover droppt er auch low, 50%. Aber Rexley Snipes macht hier einen sehr, sehr guten Job und toppt sich und natürlich seinen Monk-Mate. Kiefer's Lover immer noch am Struggle, ne? Und das ist ja auch immer das. Ach du Scheiße, da kommt der Rootbeam auf M-Shieldo. Und oh mein Gott, FDK got buffed, rastet aus. Und ich glaube, der hat das ganze Team zerstört, ne? Der hat gerade, ich glaube, das ganze Team zerstört. Holy fucking moly. Also, einfach alle Kane. Junge, Junge, die, ich sag dir das, dieser Frosty Kane, ne? Was hat der Drache hier bitte angestellt? Der hat die ganze fucking Lobby auseinandergenommen.